Willkommen bei den 6 Uhr Nachrichten. Mit Filter, Mann. Jo, was ist der Frage? Erstmal frohes neues Jahr. Und ja, ich habe heute Ori am Start. Was geht, Bruder? Was geht, Bruder? Alles gut? Auf ganz spontan. Auf ganz spontan. Sehr gut. Auf ganz spontan. Sehr gut. Ey, erstmal zum Anfang. Wer ist dein Goat? Guckst du Fußball? Erstmal. Guckst du Fußball? Bruder. Ist ein Moment. Ich habe eine lustige Geschichte. Ich wollte mal Fußball anfangen zu spielen im Verein. Ich wurde nach dem ersten Training aus dem Verein geschmissen, Bruder, weil ich den Sohn von Trainer gehauen habe. Aber beschäftigt dich mit Fußball, so kennst du. Also Ronaldinho, egal was du sagst, Ronaldinho. Aber warte mal. Zidane und Ronaldinho. Okay, warte mal. Dieser Vergleich, Messi und Ronaldo. Das verfolgst du ja Messi und Ronaldo, gell? Ronaldo. Immer. Ronaldo. Immer. Warum? Ronaldo, Bruder. Gibt kein Warum. Bruder ist. Der OG, ohne Ronaldo wird es kein Messi geben. Ist der OG, Bro. Also ja, Messi ist stabil, ich sag nichts. Weißt du, ohne Maradona wird es die beiden nicht geben quasi. Aber Bruder, Ronaldo, der Messi, Ronaldo. Ich hab's gehört, Bruder. Ronaldo. Und ja, Bruder, stell dich mal vor, wer bist du, wer steht hier gerade neben mir? Ich bin Ori, Baby, ich bin Sänger. Ich mach ein bisschen Rap, ich mach Soul, ich mach R&B, ich mach Blues, ich produziere alles selbst. Ich bin eierlegende Wollmilchsau, oder? Seit wann machst du das? Seit ich 6 bin. Boah, seit 6 läuft aktuell? Tut weh, gell? Ich schwör's. Der macht seit der 6 ist, wir sitzen trotzdem hier. Ich hab noch nie von dem gehört. Aua. Nein, aber wie läuft? Gut, Bro. Ich hab die ganze Saison voll gehabt. Weil du hast auf jeden Fall ein Stellungsbild, wenn du reinkommst. Ja. Man merkt es. Man merkt es direkt, komm, let's go. Lass machen. Nein, Bro, guck mal, also ich bin Musikdienstleister, ich bin Sänger. Weißt du, das ist meine Profession, das ist mein Job. Ich habe eine volle Saison gehabt. Ich habe von Donnerstag bis Sonntag, von Februar bis Ende November kein freies Wochenende gehabt. Weißt du? Ich mache eigene Musik, ich produziere und schreibe bei anderen Leuten mit, ich komponiere Songs und sowas, ich spiele auch Instrumente, Bruder. Ich bin ausgebildet im klassischen Gesang. Weißt du? Also hast du auch gelernt? Ja. Aber Bruder, ansonsten, ich bin Musikdienstleister. Wenn ich dazu komme, in 10 Jahren einmal zu releasen, Bruder, ein Song auf korrekt, weißt du? Dann ist das was Besonderes so. Aber wo kann man dich finden? YouTube, Instagram, Ori Baby. Oder Ori. Ori Baby. Ori Baby. Aber ohne das Baby, gell? Yeah. Baby ist frech. Nein. Eigentlich Ori. Ja, nice. Du hast mit 6 angefangen. Yeah. Wie hat sich dein Mindset von damals bis jetzt verändert? Also, was hast du dazugelernt? Ich sag, Bruder, guck mal, auf ganz ehrlich, weil du hast mich in einem ehrlichen Moment erwischt. Ich habe ein bisschen getankt, weißt du, ein bisschen ehrlich miteinander. Ja. Ich hatte früher Träume, Bruder. Ich hatte Aspirationen. Ich dachte, ich kann die Welt verändern. Bruder, jetzt versuche ich noch der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Weil diese Industrie, in der wir uns bewegen, ist grenzwertig. Ja, weißt du? Aber ich hatte Hoffnung, ich hatte Träume. Jetzt bin ich Realist geworden. So hat sich mein Mindset verändert. Aber welche Träume hast du gehabt? Aber Bro, guck mal, du bist ein Kind und du siehst Michael Jackson Musikvideos und du denkst dir, das ist ein Superheld. Und du willst dieser Superheld sein, du willst auch ein Superheld sein, weißt du? Jetzt will ich glücklich sein. Weißt du? Das ist das Ding. Aber wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt willst du glücklich sein? 2019. Echt? Vor kurzem? Oder mit Anfang von Corona, guck mal, ich hatte eine Karriere. Ich bin mit großen Jungs getourt. Ich habe Frauenfeld gespielt, weißt du, ich habe Splash gespielt. Warte mal, welche großen Jungs? Große Jungs. Bruder, man muss doch mal deine Props geben. Sag mal, welche großen Jungs. Ich bin mit Enno und Ratar und so getourt. Okay. Weißt du? Bruder, ich glaube, jetzt weiß ich von wo. Bruder, jetzt weiß ich von wo, ja? Ich bin auch sehr dankbar für die Zeit. Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit, weißt du? Aber ich hatte eine Karriere. Ich habe auch als eigener Act Festivals gespielt. Dann kam Corona und dann war's das. 2 Jahre auf Eis, Bro. Das war's. Und ich sagte ehrlich. Da hast du natürlich auch Gedanken machen können. Ja, Bruder. Und ich sagte ehrlich. Wagwan. Nee, ich sagte ehrlich, Bro. 2019 kam der Knick, weißt du. Da musst du dann gucken, wie du 2 Jahre überlebst. Ohne das, was du liebst. Weißt du? Bruder, du bist 2 Jahre Knast. Du kannst deine Frau nicht sehen. Du musst trotzdem dran festhalten, aber it's different. Ja, klar. Weißt du? Und das ist das Ding, Bro. Irgendwann bin ich Realist geworden. Ich muss überleben, ich muss glücklich sein, ich muss mit mir selbst leben können. Ja, so. Das stimmt, das natürlich habe ich einen Traum. Natürlich will ich groß sein, die Welt verändern, gute Musik machen, weißt du? Darauf kommt es an. Gute Musik. Aber nicht mehr an erster Stelle. Ja. Weißt du was? Eigentlich schon, aber der Beigeschmack ist bitterer. Ja. Weißt du, so auf den. Auf den, ja nochmal. Ey, krass, fühl ich. Aber zum Schluss nochmal, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Inshallah, Bruder, mit dir in irgendeinen Dönerladen, Bruder. Wir essen einen gemischten Grillteller. Stabil, oder? Ehrlich. Ich will am Leben sein, Bro. Ich weiß nicht, was morgen ist. Vielleicht bin ich Knast, vielleicht bin ich tot. Weiß man nicht. Wenn ich draußen bin, wenn ich genug Geld habe, um dir einen Grillteller auszugeben. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oder? Das finde ich krass einstellig. Oder? Dass du mehr Wert gibst auf dein Leben als auf die Karriere, sag ich jetzt. Bruder, muss nach vorne gehen. Musik ist keine Karriere. Musik ist meine Leidenschaft. Musik ist das, wo Gott gesagt hat, das musst du machen. Du kannst nichts anderes. Alles andere, Bruder. Ich als Privatperson in 5 Jahren. Bruder, ich hoffe, wir kennen uns noch in 5 Jahren. Ich hoffe, du erinnerst dich an mich in 5 Jahren. Bruder, ich hoffe, wir gehen was essen in 5 Jahren. Aber Bruder, warte mal. Weil mir gerade was eingefallen ist. Ja. Ich glaube, für die Leute, weil du hast ja wahrscheinlich auch Erfahrung in dem, was du gemacht hast oder was du immer noch machst. Was kannst du den Leuten, weil auf der Plattform sind halt voll viele Leute, die jetzt gerade, sag ich mal, am Steigen sind, die was aufbauen wollen. Was kannst du den Leuten für Tipps geben? Tipps? Tipps. Oder deine Erfahrung. Gibt es vielleicht irgendeinen Satz, wo du sagst, das kann ich den Leuten da draußen mitgeben? Bleib ein Mensch. Bleib einfach ein Mensch, bitte. Verlier dich nicht im Geld und im Fame. Denk nicht, dass du was Besonderes bist, nur weil irgendwer dir Aufmerksamkeit geschenkt hat. Bleib ein Mensch. Nice, ey. Ihr habt gehört. Sag auf jeden Fall nochmal dein Instagram und alles. @AriBaby. Check mich ab. Abonnier mich. Einmal im Jahr poste ich sogar eine Story und dann ist nice, Alter. Da gibt's vielleicht was zu lachen sogar. Ey, cooler Typ, ey. Danke dir für den Talk, gell? Bruder, auch, dass du spontan war, gell? Ja, normal, G. Ich fühle dich. Danke dir auf jeden Fall, ey. Ja, normal. Peace, gell? Ey.